Gut. Richtige Triad-Lobby wieder. Nice. Oh nein! I hate this Volk so sehr, ne? So. Was schreibt Raubtier? Alles gut. Du hast gesagt, ich soll. Hä? Nö, alles gut. Der andere hat gepennt. Waren Gebirge. Ich habe es mir jetzt gar nicht angeschaut eben. Scheiße. Das ist natürlich ein Fauxpas. La, 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 la. Okay, die Map ist halt deutlich größer. Ah, hier. Ich glaube, wir müssen uns das teilen, aber es sollte eigentlich kein Problem sein. I guess. Ah, hier auch. Okay. Das wird richtig geiles Match werden. Alla, ich freue mir. Nice. Ich glaube, es wird ultra verschwitzt. Aber ist mir jetzt auch scheißegal. Also ich habe jetzt bewusst gesagt, komm, lass Community Matches machen. Und da war mir schon klar, dass ich viel aufs Maul kriegen werde. Aber ist okay. So. Glaube ich auch erstmal noch ein Klenet. Ein Lüttes. Okay. Ich meine, die gehen zusammen ins Voice, ne? Oh, hier ist auch, okay. Hier auch, okay. So. Ha, sehr gut. Aber der, den mache ich noch nicht. Den mache ich noch nicht. Die sollen erstmal die Ressourcen hierfür verwenden. So, Hage, Hage, Alter. Ihr wisst, was das heißt. Krieg. So, ich lusche hier mal ein bisschen rüber. Aber ich weiß halt nicht, ob der gut ist. Also, er ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht scheiße. Er reißt auch Sachen ab. Das ist schon mal ein gutes Indiz. Die Sägewerke auch einfach 30 Kilometer breit sind, ne? Nervt mich das. Okay.
Okay. Nimmt mal da den Stuff bitte weg, Leute. Nehmt ihn. Nehmt ihn weg! Jetzt werde ich aber fuchsig. Bitte! Ah, hier liegen so viele Steine rum. Die werden den Stein dann niemals wegnehmen. Shit. Machen wir so. Okay, er hat das. Aber hat er nur das? Das wäre nicht gut für ihn. Dann nehme ich da oben nur einen Zipfel und gehe nach unten. Hier links ist auch noch gut was. Muss ich mal gucken. So. Ja, also durch den Patch gibt es vielerlei Verbesserungen. Balancing, Optimierung, Bugfixes. Gab im Multiplayer oft Bugfixes, wenn man gegen Bots gespielt hat und wurde nicht richtig synchronisiert und so ein Kram. Ja, da gibt es einiges, was jetzt gut lief. So. Ja, Holz ist jetzt so ein bisschen... Okay, ich habe einmal Kohle. Ich würde das da noch, den Zipfel da würde ich noch gern haben, für, wegen der Kohle. Aber den Rest hier oben kann er dann haben. Da baut er auch schon einen Turm. Dann haben wir hier halb-halb. Dann hat er das Gebirge. Ich guck mal, dass ich hier nach unten noch weiter vorrück. So. Das Ding wird hoffentlich jetzt fertig. Okay. Ist der Patch-Ersteller hier im Chat anwesend? Keine Ahnung. Was ist der Vorteil an den Trojanern? Gibt keinen. Bisher hatte man nur Nachteile. Immerhin wurden jetzt die Nachteile weggemacht. Die Goldschmelze arbeitet jetzt genauso schnell wie die anderen Goldschmelzen. Und das mittlere Wohnhaus macht jetzt wohl 25 Leute anstatt 20. Gibt's Teamchat? Ja, wie ging nochmal Teamchat? Ich bin hier, der Patch-Ersteller ist hier. Ah, okay, cool. Ja, dann erstmal, ich habe schon mal unter dem YouTube-Video geschrieben von Zockerlaunch. Vielen Dank. Das ist auf jeden Fall ein großer Dienst an die Siedler-Community. Und ich hoffe, ich werde es mit meinen Kumpels wieder gut suchten. So. Schade um das Eisen da oben. Das ist der Werkzeugschmied, ne? Jo. Okay. Danke für das Abo. Achso, irgendwie er hat ihm ein Abo geschenkt. Nice. So. Okay, nice. Ja, dann ihr kommt mal dahin. Einer kann nach unten. Du bist ja auch gerade dran, oder ist es schon? Mit den HD-Texturen? Ich hatte es nur im Video gesehen, dass da was kommt. Ist das schon drin? Hoppala. Ich arbeite zurzeit auch an einem vollen HD-Patch. Mir ist es gelungen, die Grafiken komplett zu exportieren. Des Weiteren ist das dunkle Volk bald komplett spielbar. What? Okay, das wäre dann mein Volk, Alter. Holy, das wäre insane.
Aber wie balanced man das? Ich muss gestehen, ich habe nie die Kampagne gespielt. Ich habe immer viel mehr, also als Kind, aber auch dann jetzt später im Multiplayer, habe ich nie Reize angefunden, die Kampagne zu spielen, sondern viel mehr so an Random Maps und einfach gegen viele Bots. Und bei Siedler 3 habe ich tatsächlich vor anderthalb Jahren die Kampagne fast durchgespielt. Irgendwann dachte ich mir so, irgendwann muss ich mich mehr zwingen als alles andere. Aber das dunkle Volk, holy shit, Bruder. So, was macht hier Gelb? Ja, er ist fleißig. Der braucht halt nicht ganz so viel Holz wie ich. Hat er nur ein Sägewerk. Ah, der baut da oben schon Nahrung. Tja, ja. Ja, ich habe gerade ein bisschen Holzprobleme. Okay, hier sind die durch. Deine erste Version kann ich dir als Sneak Peek zukommen lassen. Eine erste Version kann ich dir als Sneak Peek zukommen lassen. Ach, brauchst du gar nicht. Ich freue mich, wenn es fertig ist. Und ich wollte eh auch demnächst mal auf euren Discord da kommen. Ja, es fehlt an Holz. So, wie sieht es denn aus hier um Bewohner? Ja, kann weg, Bruder. Zack. Geilo. Zwei Holz kriegt man dafür. Nice. Also das HD-Patch oder der HD-Patch, sagt man das oder der Patch? Ist ja das Update, ne? I don't know. So, das Gebirge würde ich mir schon gerne früh sichern. Der Patch, ne? Der Patch, echt? Aber ist doch... Ja, okay. Nice. Also auf HD-Patch freue ich mich halt mega. Wobei, ich meine, man braucht es eigentlich nicht. So. Aber wäre schon Ehre. Und so. Ja, ich hoffe, ich werde nicht gerusht. Ich will ein bisschen eigentlich... Token entspannter spielen eigentlich. Aber gut, wenn es sein muss, muss es sein, ne? So, wie ist hier die Lage? Jetzt habe ich hier alle drei hingeschickt. Das ist eigentlich nicht so nach Plan. So. Holz läuft, Nahrung läuft nicht. Das ist halt das, was ich meine. Früh, ich glaube, auch früh eine Getreidefarm zu bauen ist ultra gut und wichtig, weil dann hat man schon mal ein bisschen was auf Stock. Ich glaube, das sollte ich machen. Hm. Ja. Ich weiß gar nicht, wie man Teamchat macht. Wird der Stream auf dem Uncut-Kanal hochgeladen? Eventuell, je nachdem, wie die Runde wird. Ja, wäre nice, Leute, wenn ihr auch so die wiederholenden Fragen mit beantworten würdet. Dann brauche ich nicht immer alle 5 Minuten erzählen, dass das hier die Community-Patches auf der History Edition und was der macht. Gut, das läuft. Dann bauen wir hier mal eine Fischerhütte. Die sind auch, glaube ich, bei den Trojanern einfach gigantisch. Okay, irgendein Spieler geht gerade raus. Ha! Der gelbe Maya von Emt! Macht er die Biege? Weg ist er. Hier, guck mal, hier passt keine Fischerhütte hin. Trojaner sind so scheiße, Mann. Die Gebäude sind einfach gigariesig. Passt hier wirklich keine hin? Unfassbar. Hier. Wait, das ist nicht Fischerhütte. Das ist Fischerhütte. Aber hier ist richtig schön glatt, ne? Mhm. Machen wir so. Wo will er hin? Hier unten? Okay, das sieht gut aus.
Ja, ich glaube, weiter muss ich jetzt nicht unbedingt ausufern hier. Holz haben wir einigermaßen. Okay. Oben links zweites Symbol und dann das dritte Silber, ne? Achso. Wer ist hier nochmal gelb? Ach ja, der Big Bear, ne? Test. Ja, gut. Okay, nice. Gut. Zu Ende gebaut. Nice. Ich würde jetzt noch ein Wohnhaus bauen. Hier hin. Ansonsten mehr Minen. Dass das Eisen da so verstreut drin ist, natürlich auch echt ärgerlich. Aber machst du nix, ne? Hier wäre noch Platz für zwei. Wait, dann mache ich hier draus auch zwei. Okay. Oh, Kevin, ey, willst du aber befreundet sein? Ja, die Frage ist... es ist so viel Gebirge, die Map ist so groß, ich sag's euch. Die Map ist zu groß. Was hatten wir gemacht? 700? Nee, 800? Wie groß hatten wir die Map? Ist zu groß. 800 hatten wir gemacht, ne? Glaub auch. Wir können hier unten schon mal alles wegmachen. Gut. Wir haben Ressourcenknappheit, ne? Jo, Holz. Aber läuft. Okay, also nächstes Mal eine Nummer kleiner, denke ich, bei 8 Leuten. Mhm. Mhm. Habe ich Gold hier? Nee, ne? Nur Schwefel. Okay, na ja, gut, dann wo ist denn hier mein Geologe? Ach, da. Gut. Dann kannst du reinhauen. Spitzhacke. Hallo? Hat er nicht hingehört? Da, zack. Yippie, yippie. Ja, ich glaube... Ich weiß nicht, ob ich die beiden abreiße. Ich weiß nicht, ob er hier noch reinrücken will. Dann lasse ich die nochmal stehen. Ja. Ich glaube, würde ich jetzt mal einspielen, würde ich echt die Krise kriegen. Ich habe mich schon so gewöhnt an mal zwei. Kann man theoretisch an der Grenze zum Teammate Burgen bauen und der Mate macht dasselbe? So, dass die sich gegenseitig beschützen? Glaube schon, ja. Müsste gehen. Gute Frage. So, der fällt da die Bäume.
Kannst du wegmachen, okay. Habe ich zwar da keine Sicht, aber ist auch scheißegal. Gut. Hier hat er tatsächlich noch Gold. Das ist nice für ihn. Ich gucke ein bisschen so, was er macht, um mich daran ein bisschen zu orientieren. Hier unten ist halt juicy, ne? Das ist halt echt insane. Insane. So, das machen wir nochmal. Okay, ich habe 4 Sensen auf Lager. Immer noch? Mach doch Spitzhacken. Macht er keine? Habe ich aus Versehen Sensen in Auftrag gegeben? Ich brauche eh noch ein paar. Er soll mal welche machen. Okay, ich habe ultra viele Ressourcen. Holy shit. Fällt übrigens gerade nur ein. So. Okay. Yippie, yippie, Alter. Yippie, ey, Schweinebacke. So, jetzt wird hier geackert. Was für Mario-Sounds. Okay. So. Jetzt die Frage. Also die Map ist schon sehr, sehr groß. Scheiße, Mann. Da müssen wir eine Nummer kleiner machen nächstes Mal. Cultures-Reihe, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das so heute noch meins ist. Also ich habe es eben schon bei Knights and Merchants gemerkt, dass... Boah. Achso, wait. Wassermensch. Wasserwerk. So, hau ich mal die drei auch noch weg, bitte. Ich brauche unbedingt noch ein Wohnhaus. Ja, jetzt löppt es doch, Mensch. Es löppt. Ah, Siedler 4 ist einfach perfekt. Geht nichts drüber. Und jeder, der meint, dass hier ein anderer Teil besser sei, der liegt halt einfach faktisch falsch und hat keinen Geschmack. Und ist ein Dummer, sag ich jetzt nicht. Siedler 3 ist doch so etwas, was ich akzeptieren kann. Ja. Immer noch Spitzhacken. Ja klar, da unten habe ich jetzt gerade wieder welche gemacht. Das Ding ist bei 3, da gibt es noch zu grobe Schnitzer, als dass es im Multiplayer so richtig float. Und ich glaube, Random Maps gibt es auch nicht bei 3, ne? Aber ich muss sagen, was ich halt bei 3 so mega mag, sind eigentlich 3 Sachen. Einmal die Völker. Finde ich geiler als hier, muss ich ehrlich sagen. Dann göttliche Gaben. Finde ich viel geileres System. Mich nervt das mit Gold mega. Und dass Spezialisten keine Werkzeuge kosten. Macht das Spiel auch dynamischer. Ja doch, Random Maps gibt's, ne? Aber im Multiplayer ist es halt nicht so nice. Und natürlich viele kleine Optimierungen, die halt Siedler 4 hat. Ne? Allein, dass man hier jetzt gruppieren kann, dass man
mit den richtigen dass es Hotkeys gibt. Dass man mit Alt die Truppen zum Rückzug bewegen kann. So, ich würde jetzt hier auch mal Spähtürme, glaube ich, errichten. Weiß nicht, inwiefern das hier... Ja, müssen wir mal gucken. So. Okay, so. Oh, lol, was mir gerade einfällt. Ah, ich glaube, bei mir läuft es ganz gut. Ich glaube, ja. Bei mir läuft es ganz gut. So. Axt und Angel. I see. Ist das Stronghold Cake weh? Ja. Das ist richtig Cake weh, Alter. Was hier wegen den Holzfällern? Dein Chat ist voller BTTV-Analphabeten. Ja, das stimmt. Das fällt mir leider auch immer wieder auf. Aber ich habe auch gemerkt, ich kann es nicht erzwingen. Ich kann es leider nicht erzwingen. So, wir werden jetzt ein bisschen hier... Ich weiß nicht, wird sich schon woanders auf der Map geprügelt? Würde ich halt gern wissen, ne? So, wie ist denn das mit Holz? Sollte ich da noch was machen? I don't know. Irgendwie geht mir das hier nicht schnell genug. Früher mal Empire Earth gezockt? Ja. Sind die Rohstoffe in den Bergen endlos? Endlos glaube ich nicht, aber... Ja, also Minen können nach 10 Jahren mal nichts mehr fördern. Aber es dauert ja wirklich ewig. Also, das dauert echt ewig, bis das passiert. Oh, wait a minute. Scheiße, Mann. Mir gehen die Steine aus. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Hier habe ich noch welche. Okay. Zack. Machen wir hier. Machen wir hier noch einen Turm. Was ist hier oben? Ist die Frage, ist hier ein Steinfeld? Hat eigentlich dein Twitter-Aufruf bezüglich Siedler schon etwas vorgebracht? Nur ein GIF. Ein GIF von GOG. Mehr leider nicht. Arbeitsbereich keine Bäume mehr. Gut, dann hack hier. So einen Anteil der Träger reduzieren. Bra. Ich habe anscheinend wenig Träger. So. Alter, das ist halt reichhaltig, ne? Eine Axt. Ist ein Auftrag. So. I need more water. Gut. Ach so. Stimmt, ich wollte gucken, ob hier oben Steine sind. Er hat auf jeden Fall gut welche. Nice. Shit, baut er da einen Turm. Na, scheiß drauf.
Ja, Axt ist ein Auftrag. Ich könnte da... Ah, mir geht die Kohle aus, ne? Bediene Mühle 2 Bäckereien? Glaube schon, ne? Gefällt dir Siedler 2 The Next Generation oder Siedler 4 besser? Natürlich Siedler 4, Alter. What the fuck? Alter, wenn du die Siedler 3 Völker in Siedler 4 reinpackst, arme Nakukon. Ich dann hört's. Also, das wäre. Heilige Scheiße, Bruder. Okay. Also, mir fehlt gerade ordentlich an Kohle. Der kann weg. Kann auch weg. Nee, scheiße, das war zu viel. Okay, aber nur minimal. Hä, was war jetzt das? 20, hä? Aber ich hab... Oh, shit. Ich hab Scheiße gebaut. Man muss die summieren, ne? Nee, wie ist das? Also, Gesamtzahl der Betten. Die Zahlen in Klammern geben die Anzahl der... Da bin ich jetzt drüber. Die Zahlen in Klammern geben die Anzahl der Betten am Anfang des Spieles... Und rechts in gebauten Wohnhäusern. Achso, also 50 hat man immer. Von Beginn an. Und rechts sieht man, wie viel man zusätzlich gerade hat durch Wohngebäude. Das muss man summieren. Die Summe steht links davon. Und oben ist man, sieht man die Siedler. Scheiße, ich habe eins zu viel abgerissen. Das war dumm. Eieiei. Okay, was geht denn bei ihm so? Na gut. Er ist auch erstmal zufrieden mit seinem Gebiet. Okay, ja, dann bauen wir ein zweites direkt hinterher. Ich habe jetzt aber auch wieder dick Ressourcen. Axt. Er ehrt halt keine Kohle mehr. Das ist ein bisschen bitter. Hier wird gerodet wie in Isengard. Das mag ich immer sehr. Achso, sind hier oben Steine? Nö. Spitzhacke. Ja, ich brauch Kohle, Bruder. Warte mal, kann ich nicht hier Kohle... Alles gleichermaßen, das passt. So, ich wollte ja auch hier... Ja, ich brauche dringend mehr Siedler. Das war jetzt nicht so gut, overall. Ich glaube, dieses Abreißen, das hat mich schon echt ganz schön zurückgeworfen. Leider. Nice, das sind die zwei übrigen. Der müsste jetzt rübergehen. Nicht? Scheiße. So, dann Hauptmänner. Ups, scheiße. Ja, sind die Katapultisten, machen die jetzt wieder Sinn? Also sie machen mehr AOE-Schaden. Machen mehr AOE-Schaden. Alter, Erik, bitte nicht, Bruder. Aber ich find's nice. Sind OP.
So. Gut. Weiß ich Bescheid. Total War, ja, ist auch mein Ding. Auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall nice. So, hier wird geackert. Geackert, geackert. Wird gut hochgezogen alles. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das Lager ist da doof. Hier hätten Wasserwerke hingemusst. Naja, optimieren kann man immer, ne? So, du brauchst ja gar nicht... Alter, ich habe hier das Giga-Gebirge. Das ist halt unheimlich. Hier hat er auch noch Gebirge, okay. Ja, ansonsten soll er sich das hier zecken. Aber dann muss er hier so vorbei. Oder links rum. So. Bauarbeiten beendet größtenteils. Also. Ja, ich brauche noch eine Getreidebums. Und hier kann ich mal einen Turm hinmachen. Das schockt hier nicht. Okay. Haben wir drei Hauptmänner. Also das ist das Geile an den Trojanern. Diese Akazien oder was das für Bäume sind, ne? Die sind halt geil. Command & Conquer hat mich tatsächlich nie abgeholt. Habe ich aber irgendwie nie gespielt. Also Command & Conquer 1 habe ich damals gespielt. War in irgendeiner Zeitschrift drin. Aber danach irgendwie... Das Ding ist, ich war immer sehr abhängig von meinem Umfeld, was ich zocke. Witzigerweise. Also ich hatte früher ja mehrere Kumpels. Ich habe das ja immer aufgedröselt. Weil ich selber hatte gar nicht so, also meine Eltern haben mich da quasi null supported, Computerspiele zu kriegen. Die wollten halt eher immer, dass ich halt sowas wie Playmobil habe und Lego und Fisher-Price und so. Und waren eher tendenziell gegen Computerspielen, weil sie gemerkt haben, dass ich da, ja... das schon intensiv von klein auf ne? Konsumiere. Die hätten auch nie gedacht, dass ich so ende wie jetzt, wirklich. Und die finden das jetzt auch nicht schlimm. Nur wenn du halt unter 10 bist oder auch nur als Teenager, da ist es auch vollkommen nachvollziehbar, dass halt, ich glaube, ich wäre da nicht anders so. Ja, der soll halt nicht so viel zocken, Alter. Der soll in der Schule aufpassen. So, was kann ich denn hier noch optimieren, Leute? Was kann ich hier noch optimieren? Jagdhütten wurden ja gebufft. Das muss auch erstmal ein Umdenken bei mir werden. Ah, ich könnte mal einen Tempel bauen. Einen großen. Tatsächlich. Ah ja, F7, Mensch. Zack. Eine Stunde zocke ich schon. Holy shit. Jetzt war die Frage ungünstig gestellt. Supreme Commander finde ich mega. Macht super viel Spaß.
StarCraft 1 oder 2 habe ich gespielt, ja, aber nie so kompetitiv. Also eher entspannt gegen KI, bla. Okay. Okay. Gut. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Zwei Äxte. Oh, was? Oh, ne, alles gut. Gut. Und weg damit. Ah, mit Shift kann man... Nee. Ah. So. Okay. So. Weggeslappt. Ja. Machen wir so. Ja, ich gebe zu, das war räudig. Aber auch, also das Zeug von meiner Genialität, finde ich, an dieser Stelle. Ich mache jetzt Chat wieder mit allen an, weil irgendwie, wir sprechen uns eh nicht ab. So, gefickt. herrlich. So, ihr zwei... Macht hier Sachen. So, wenn du nichts zu tun hast, würde ich dich eh nochmal bitten. Okay. Na? Oh, die Hitboxen immer von diesen Kackgebäuden. Amener. Oh, Gott bless. Ja, weiß er jetzt auch nicht, was er antworten soll. Verstehe ich aber auch völlig.
Hey, bist du dumm? Also so weit weg sind die ja jetzt nicht, ne? So, was können denn trojanische Päpste hier, Alter? Päpste, weißt du? So. Spezial... Orakel von Delphi, deck die Map auf, ne? Übrigens, hier wurde mein... Dieb weggeslappt. Ein ganz klarer Beweis für... Weil der stand im Wald. Oder sind random Truppen durchgekommen? Alter, wie lange hält der an, dass sie unsichtbar werden? Frieden stiften? Tor der Angst? Abkürzung? Auch gut. Okay. So, wir brauchen jetzt zig Millionen Spitzäxte. Spitzhacken, whatever. So. Das löbt hier. Das löbt. Okay, das reicht mir schon mit den Bäumen. So. Das Ding ist, der will jetzt Rache. Das ist safe. Der will jetzt Rache. Wo habe ich denn hier... Ich habe hier gar keinen Turm mehr, ne? Scheiß drauf, ne? Ich bin sehr gespannt auf die Katapultisten oder wie die heißen. Okay. Ja, Schiff wäre witzig. Aber ich habe hinten gar keine Türme, deswegen. Meine Türme sind alle hier vorne. Ich überlege nur gerade, ob ich irgendwo eine Burg hinbaue. Macht das Sinn? Ich habe vor allem auch noch ein weiteres Problem. Mir gehen bald die Steine aus. Hier, ne? Okay. Ich glaube, drei reichen. So, was macht Gelb? Gelb. Ja. Optimiert auch, I guess. Er erschließt hier hinten gerade. Ja, aber wirklich besser als ich erscheint jetzt. Also, no offense, ne? Ein bisschen mehr Haare sehen gut aus. Waldhenno. Nee, die kommen ab. Das lasse ich nicht mehr zu. Das lasse ich nicht mehr zu. Wieso habe ich da immer noch Rüstung? Ach nee, das sind die Katapultdinger, jo. Okay. So. Die Frage ist, ne? Diese Unsicherheit. Wer ist in dieser Runde der beste Spieler? Was für ein Potenzial hat jede Farbe, jedes Team? Thank you.
Okay. So, jetzt 108 Jahre. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Kann auch woanders welche bauen. So ist es nicht. Total dumm, dass Weiß vorhin raus ist. KI baut ohne Ende. Stimmt. Der Dreck, der drückt. Die KI drückt ja wahrscheinlich alles weg. Wieso kann ich hier nicht bauen? Muss doch genug Platz sein. Okay, Spitzhacken mal wieder. Dann bitte. So. God bless. Okay. Machen wir hier. Okay. So, Hammer. Oh, jetzt brauche ich Hämmer. Okay, er hatte wieder eingenommen. Okay. Sehe alle. Aha. Der nächste Mountain Blade Stream ist eine gute Frage. Aktuell ist da noch nicht viel geplant. Was ist das? Moin Henno. Scheiße, er sieht das jetzt. Ist der mit ihm im Team? Ja, aber das kann nichts machen. Das kann nur Türme angreifen, ne? Okay, Leute, okay. Also, ich würde jetzt tatsächlich komplett Schoten immer aufmachen. Echt viele Ressourcen. Hier kann ich mal ein bisschen weghacken lassen. Dann habe ich hier noch Bauplatz. Alter, dieser...
easy. Was machst du denn da Interessantes? Junge, ich hasse ihn. Okay, dann geht's jetzt hier voran. Dieser kleine Schlingel. Können den Katapultisten was anhaben? I don't know. Okay, egal. Ich muss nicht auf die warten. Bogis auf jeden Fall. Okay. Na gut. Also ich glaube, zur Sicherheit baue ich jetzt hier wirklich eine Burg. Weil ich habe keinen Bock, dass sie hier so hinten droppen. Und dann hier mir alles versauen. Oh lol. Okay. Ich wollte eigentlich... Ja... Gehen die denn so weit aus? Ist das echt schneller als hier einfach straight übers Gebirge? Dann müssen die wissen, ne? Fehlt immer noch Spitzhacke? Ja, wa? Okay. So. Okay, er wusste es irgendwoher. Woher ist jetzt auch erstmal egal. Okay, dann gucken wir mal, wie stark die sind. Ich hab keine Ahnung. Oh, lol. Okay, der ist geplatzt. Okay, das reißt den nicht ab. Er hat auf jeden Fall eine Menge Bogenschützen. Und alle T3. Aber er verreckt gut. Alter, holy shit. Oh lol, hier ist eine Kaserne von ihm. Das ist natürlich bitter. Oh, schaffen die es? Warum greift die nicht mit an? Oh nein. Ich habe keine Schwertkämpfer mehr. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Shit. Okay, schade. Hat er noch Schwertkämpfer? Ich hätte hier noch einen. Okay, ich muss ein bisschen mehr Schwertkämpfer haben, wenn ich erobern will. Aber er nimmt ihn. Ja, alleine hat er halt keine Chance. Was will er machen, ne? Ich komme rüber gewatschelt. Okay. So.
Irgendwo habe ich noch einen Dieb? Echt? Oh, Braun luschert hier rein mit seinen Priestern. Ist Braun sein Mate? Oder sein Gegner? I don't know. Ich glaube, ich meine, irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte ein bisschen was für Defense da lassen. Blau ist eh durch, ne? Also, Blau ist halt wirklich durch. Ich kann eigentlich chillen. Also, der hat keine Streitmacht mehr. Es ist halt nur die Frage, ob Gelb genau genug... Ja gut, aber... Okay, irgendwer lief, glaube ich. GG, gegen euch beide keine Chance. Ja, gegen zwei hat er wirklich keine Chance. Ey, immer noch Spitzhacken? Jetzt reicht's aber mal. Okay. Ich mach mal irgendwie, ich habe gerade ein schlechtes Gefühl, ich mach mal eine Mindestanzahl an Trägern. Was ist eine gute Zahl? Für den ganzen Betrieb 150. Bin ich jetzt schon drüber, ne? Wo hatte ich hier doch einen Dieb? Ah. Sie werden angegriffen. Da ist ein Turm. Oh, Braun kommt rein. Ja, Braun ist sein Mate. Ja, zieh dich mal, genau, zieh dich mal zurück. Hier unten sind noch Leute von mir. Türme abgerissen, sehr gut. Der wird in die Zange genommen. Okay, Braun ist sein Mate, alles klar. Ja, dann ist doch Braun jetzt offen. Luschen wir mal rein. Und dann das dritte Team. Ne, dann haben wir jetzt sechs, es gibt noch ein zweier Team. Ich glaube, das sollte ich haben. Alter, okay, die machen halt echt brutal viel AOE-Damage. Alter. Geil, das ist mein Turm. Ehre. Ah, nee. Hatte gerade nur eine Überlegung. Okay, die Burg ist voll. Nee, da fehlen Bogenschützen. Machen wir davon mal ein paar. Nee, wait, ich kann ja welche in Auftrag geben. So. Okay. Gibt es nochmal Zuschlag? Ich kann keinen Zauber machen. Rückt ab. Frage ist, was mit den anderen beiden Teams, ne?
So, jetzt gibt's hier nochmal schönes Acker-Match. Alter, werden die weggemacht. Okay, ich sollte meine Meinung über Troja ändern, Alter. Holy shit. Alter. Alter. Bruder. Das ist interessant alles. Das ist sehr interessant, was da passiert. Geil. Wieso soll ich warten? Lass du da jetzt rein? Autosave habe ich an, jo. Oh, hier ist weiß. Null. Okay. Tja, jetzt fehlt ein bisschen die Aufklärung, muss ich sagen. Viel Spaß euch allen noch, bin nur im Stream am Start. Okay, Applaus raus. Es weiß die KI? Das heißt... Okay. Okay, okay. Ja, ohne Mana bringen mir die Priester irgendwie nicht so viel, bin ich ehrlich. Okay, der zieht sich zurück. So ein bisschen. Weiß es die KI. Was ist mit Braun? Anscheinend lebt er noch. Okay, da oben wird gebaut. Ich gehe mal nach unten. Yippie! Er baut große Wohnhäuser. Macht man das ab? Eigentlich. Ja. Okay. Das weiß. Okay. Ich weiß, was für eine KI ist das? Ist das jetzt eine leichte KI? Ist das eine schwere KI? I don't know. Oh, da oben ist grün. Okay. Na, für Grün habe ich Respekt. Der ist da oben auf jeden Fall
am Gas geben. Da habe ich gerade ein Bötchen gesehen. Aha. Der plant irgendwas. Ich weiß nicht, wie viel, Siedler ich fest haben sollte. Alter. Okay, wir dringen hier sehr weit vor. Grün macht Fragezeichen. Warum? Oh, da oben ist er. Hier gibt es jetzt ein Ackermatch, der hat aber nur T3-Einheiten. Und jetzt kommen die AOE-Bolzen. Oh, Alter. Alter, es verrecken nur Lilane. Alter. Ist er wirklich broken. Holy shit. Trojas broken. Alter. Guck mal, der hatte nur T3-Einheiten. Alter. What the fuck, ey. Da haben wir noch Schwertkämpfer. Na komm, wir gehen hier hin. So. Ja, lass Weiß in Ruhe, oder? Ist egal. Ah, ich brauche mehr Träger. Oh, ich baue schon so viele Häuser. Ich baue und baue. Jetzt bauen wieder. Okay. Also bauen ist noch nicht RIP. Wir haben hier leider keine Schwertkämpfer. Scheiße. Okay, dann weiß ich aber, wo ihr Rest der Bumsen ist. Boah, Alter, ist doch gut. Ich mach doch Siedler. Meine Fresse. Bitte baut Wohnhäuser. Bitte. Wie viel sind in Auftrag? 4. Mach die fertig. Brauche ich noch irgendwas anderes? Ja, ein paar. Ah, okay. Also, ich habe halt zu wenig Bauarbeiter. Fällt mir auf. Arbeitet ja auch nicht an Rohstoffen gerade. Es habe gerade einfach an Bauarbeitern. Also Lila hat richtig hart kassiert. Aber da fehlt halt noch der Sargnagel, ne? Alter, Bruder, es ist doch jetzt gut.
Ja, sehr gut. Ich scheiß auf Sonnenblumen. Scheiß drauf. Ich reduziere jetzt mal vorübergehend Träger. Damit die happy sind. So, jetzt brauchen sie Sensen, okay. Hat er die jetzt abgerissen? Ich schätze, ne? Ja. Okay. So, schauen wir mal. Ja, also overall war das jetzt ein bisschen schwierig alles, dass ich zwischenzeitlich zu wenig Träger hatte. Jetzt geht's wieder ganz gut ab, aber I need more. I need definitely more, Alter. So. Ich würde auch gerne Baum... Ja. Muss mehr Lager bauen. Ist auch nicht so geil. Hammer, okay. Fallen jetzt die Werkzeuge durch. So, jetzt die Frage, wird das jetzt der finale Schlag gegen Braun? Okay. Jetzt wird's interessant. Gelb formiert sich. Oh, da ist auch noch ein großer Turm. Ich weiß nicht, ob meine Schwertkämpfer reichen. Okay, da kommen sie. Okay. Das sieht gut aus. Keine Steine mehr. Okay, Leute. Das sieht ganz gut für uns aus, muss ich sagen. Jetzt kommt hier Weiß angeschissen, ne? Ich glaube, es geht los. Okay, das müsste es, glaube ich, mit Braun gewesen sein. Ja. Spieler, sonst was. Raubtier wurde besiegt. Okay. Das ist doch schön. Dann hauen wir da rein. Missetat begangen, Alter. Hier unten... Okay, blau. Ich dachte, ich hätte ja gerade was Lilanes gesehen. So. Okay. Ich bin guter Dinge. So. Ja, er war... Er war in der Mitte ohne Gold. Uff.
Okay, ich könnte hier mal reinluschern. Guck mal, hier ist ja Türkis. Türkis? Warte, es gibt Grün. Türkis. Lila. Lol. Der hat ja einfach so seinen Turm, Alter. Okay. Und da baut er eine Burg gerade. Okay. Wird die jetzt abgerissen? Okay, snacken wir uns einen Tower. Ehre. Ah, da kommen ein paar. Schön. Aha. Okay. Ja, dann, wenn sich das hier gerade so wunderbar anbietet, gehen wir da gerne weiter rein. Wait a minute! Ich wusste, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Da. Aber das Ding ist, er kann halt hier nichts reißen. Also, ne? Aber das ist dann auf jeden Fall... Oder? Warum machen die das? Also ja, dann Stream sniped er aber halt wirklich nicht. Okay, ich glaube, Türkis... So, hier wird jetzt gebuttert. Lila ist so ein Inter, ne? Sorry, ich habe jetzt in der letzten halben Stunde so gar nicht auf den Chat geachtet, aber hier geht's auch jetzt. Das ist die heiße Phase, ne? Das sieht echt sehr gut aus. Ich wusste, ich habe hier was Lilanes gesehen. Ja, das war es auch schon. Ich glaube, Grün ist mit Türkis im Team und Lila ist der, der mit Weiß im Team ist. Bei mir ist nichts heiß. Mega lost, Leute. Okay, Braun geht gerade raus, war der Römer. Ach, guck mal, hier ist seine... Ich habe genug Schwertkämpfer. Nice. Okay, ich weiß nicht, ob der hier mit Schiffen gelandet ist oder was das war. I don't know. Das hier unten ist echt ein bisschen unheimlich. Oh, irgendwer... Grün sagt, ich gebe dir alles, was du willst. Okay, ich glaube, es geht gerade noch einer raus. Das läuft gut. Läuft gut. Oder? Manomaticus raus. Big Bear ist raus. Wait. Wait. Es sind alle raus. Es sind alle raus. Und damit bin ich der Sieger. Ne? Ich meine jetzt keine weiße KI platt, ne? Also. Ja, keine Ahnung. War das jetzt ein Crash? Oder war mein Internet kurz weg? Nee, dann wäre der Stream weg. Ja, ich glaube, da... Es sind alle raus. Oder? Sind alle raus? Seid ihr noch da? Hallo? Haben die Rucksack...
Ach so, weil die so strong sind. Wait, oder war das nur ein Bug, dass das hier angezeigt wurde? Bist du noch da? Nee, alles KI. Na gut. Wäre geil, würde die jetzt antworten. Jo. Ja, da gab es dann wohl einen kleinen Crash, aber wir hätten das safe auch eh gewonnen. Also weil, ich glaube, Türkis, den ich gerade platt gemacht habe, war, weil er war hier, war, guck zur Minimap, war oben mit Grün im Team. Und wenn Türkis weg ist, gehen wir zu zweit auf Grün. Ich glaube, Grün war ein guter Spieler. Wobei, ich weiß nicht. Ich habe eigentlich nur die Schiffe gesehen. Das wäre over gewesen. Und Lila war alleine. Der war hier unten mit Weiß. Weiß war halt die KI. Ist halt eine KI. Ja, aber war eine geile Runde, Alter.